Wer sind eigentlich diese Ältesten bzw. Aufseher? Gibt es diese noch? Werden die eigentlich gewählt oder ordiniert, eingesetzt? Diese und weitere Fragen werden jetzt beantwortet, also bleibt dran. Als Aufseher bzw. Älteste werden im Neuen Testament ältere geistliche Männer, also wiedergeborene Christen, Männer bezeichnet, die in der Ortsgemeinde einen Aufseherdienst ausüben und der örtlichen Gemeinde vorstehen. Sie sind also ganz besonders um das geistliche Wohl der Ortsgemeinde besorgt. Älteste bezeichnet eher das Lebensalter dieser Person und Aufseher bezeichnet eher die Tätigkeit dieser Person. Und in jeder Ortsgemeinde ist auch immer von mehreren Ältesten die Rede, also nicht nur einem. Die Ältesten bzw. Aufseher müssen eine gewisse moralische Qualifikation haben, die beschrieben ist. Sie müssen also diese moralischen Voraussetzungseigenschaften erfüllen. Sie müssen eine gewisse Geistlichkeit haben, um überhaupt befähigt zu sein, diesen Dienst des Ältesten in der Ortsgemeinde ausüben zu können. Zur Zeit der Apostel, in der apostolischen Zeit, wurden diese Ältesten ordiniert vom Apostel selbst, eingesetzt, beziehungsweise von einem Beauftragten des Apostels eingesetzt. Sie wurden also eingesetzt zu diesem Amt. Heute gibt es diese apostolische Autorität nicht, weder die Apostel noch Beauftragte der Apostel. Deshalb können heute Älteste nicht eingesetzt werden von irgendeiner Autorität. Und wir lesen aber auch nicht von der nachapostolischen Zeit, dass Älteste irgendwie gewählt werden oder etwas dergleichen oder sich etwa selbst ernennen. Also heute kann es diese Einsetzung, diese Ordination zu diesem Amt des Ältesten nicht mehr geben, aber es gibt den Dienst des Ältesten heute noch. Also auch heute gibt es noch in der Ortsgemeinde ältere geistliche Brüder, die diese moralische Qualifikation haben und die Bewährung im Dienst und aufgrund dessen in der Gemeinde eine Vorsteherfunktion ausüben, den Dienst des Ältesten ausüben, um das geistliche Wohl der Ortsgemeinde besorgt sind. Und als solche werden sie dann in der Gemeinde erkannt, ohne dass sie irgendwie dazu ernannt, ordiniert sein müssen. Also heute gibt es nicht mehr das Amt des Ältesten, aber den Dienst des Ältesten gibt es noch sehr wohl. Ich hoffe, das Video hat dir geholfen, dieses Thema besser zu verstehen. Falls du noch weitere hilfreiche Videos sehen willst, dann abonniere doch am besten gleich den Kanal und schaue dir nun dieses Video an.